Ich meine, jo, hi, willkommen. Mein Name ist Danilo LP und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Dragon Ball Xenoverse. In der letzten Folge haben wir, ich nehme an, den Auftakt zum Finale hier begonnen. Wir haben gegen alte Bekannte gekämpft, sowohl böse als auch gute, und wurden von Son Goku zum Glück unterstützt im Kampf gegen Demigra. Und ich nehme mal an, der setzt jetzt seinen letzten Spurt an. Und den wollen wir natürlich aufhalten. Verdammter Demigra! Gehst auf eine weitere Zeitpatrouille? Ja, mir wird nicht gesagt, okay. Überall sind starke Feinde, sei vorsichtig. Ach ja, und er hat den Vogel von Kaioshin der Zeit verschluckt. Den müssen wir auch noch holen, deswegen... Weiß ich nicht. Demigra hat sich irgendwo hin teleportiert, Son Goku ist ihm gefolgt, also ja. こんなことになるのは、もはやこんな腐り切った世界など不要だ。全て消してやる。何してるのよ。そんなことしたら、あなただって、ただじゃ済まないわ。国造国壊れれば、全てが。何もかもが消えてしまうのよ。バカ。私がそんなことも知らないと思っているのか。何もかも消滅した後、私が支配する。新たな歴史が生まれるのだ。 Der Schrei wird nicht übersetzt. What? Was war das jetzt da am Ende? Voll. Ist er nicht da, wo ich meinen Charakter gemacht habe? Sag mich, ich muss mir selber helfen. Bevor ich erstochen werde, oder was? Und ist es so, wie ich es mir denke? Er schafft das schon. Obwohl, vielleicht müssen wir genau das verhindern.
Oh Gott. Oh. Welche Zeitspalte? Ich bin der Hauptcharakter. もはや出し惜しみはせん。長年かけて蓄えてきた力のすべてを使い、貴様を倒す。後悔するんだな。貴様の過ごしてきたすべての時間を消滅させ、存在そのものを歴史の闇へと葬り去ってくれる。 Dein Aussehen hat mir vorher besser gefallen. Unbekannter historischer Kampf. Besiege Dämonengott Demigra. Kein Ding. Wenn sonst nichts ist. Ah. Beim finalen Kampf muss man doch noch posen. So, komm her. Oh weh, der kann mich wieder vergiften und so. Macht episch hier. Ah, man macht der Schaden. Aber jemand hat sie gesehen. Ach, Rutsch. Jetzt mal, wenn ich einen Angriff einsetze, ne? Kommt er einfach mit diesem Angriff dazwischen. Mal, jedes Mal. Ja, komm her. Was? Er ja, weiß auch nicht wohin. Posen. Was machst du da? Was machst du da? Hör auf damit. Aber das wird jetzt wehtun, oder? Kann ich anvisieren. Verdammt. Was? Oh Gott. Nochmal. Boom. Das ist auf damit. Nein, das gibt's da nicht. Nein. Und tschüss. Ah, sehr schön. Da geht er hin. Was der letzte kam schon? Zeitkristallsplitter 1. Okay. Okay, da war ja eine Lachnummer. Also da kommt noch was. War sehr gut. Ist schön. Sine, komm, müsste der Hüseger! Ja! Ich habe
だらしないな。あと少しですよ。頑張りましょう。ここまで来て負けるなんてバカバカしいだろ。ここまで来れただけでもすげえと思うけどな。 Und tschüss! Ja, hier geht alles kaputt. Sehr schönes Finale. Was geht? Habt ihr mega platt gemacht? Er war voll so Busch und ich dann voll Bams. パトロールを続けていかないといけませんね。歴史の改変の件は一段落しましたが、もしよければこれからも力を貸してもらえないでしょうか。ありがとうございます。パートナーにするならあなたしか考えられないと思っていました。これからもよろしくね。じゃあさ、早速オラと戦ってみねえか。おめえの強さオラに見せてくれよ。 面白そうですね。ちょっと待った。ここはダメよ。せっかく世界を救ったのに、あなたたちが国造国壊しちゃったら話にならないわ。あ、そっか。そりゃやべえな。<lacht> Alle könnten sterben. Ich hab sowas von gewusst, ey. Natürlich kommt am Ende noch Schala. Deswegen bin ich schnell zu meinem PC gesprintet und hab den Sound ausgestellt. Blech. Okay. Ja. Das Spiel hätten wir geschafft. Also, den Story-Modus kommt wahrscheinlich noch mehr. Und jetzt frage ich mich, ob ich mehr Charaktere erstellen kann. Weil ich werde wahrscheinlich nicht mit diesen Charakteren, obwohl, ich könnte ja jetzt voll schnell leveln. Mal gucken, was ich danach mache. Jedenfalls, Story erstmal abgeschlossen. Mehr kann man ja nicht verlangen. Und hier werden die Quests schon wieder gespoilert mit Charakteren. Was ist jetzt überhaupt mit der einen geworden? Haben wir die erledigt oder nicht? Ich weiß das gar nicht. Also, Tower und Mira. Ja, Mira haben wir ja erledigt. Und Tower ist irgendwann dann verschwunden, oder? Oder was ist da nochmal passiert? Ich weiß das gar nicht mehr. Sehr merkwürdig. Okay, ich tue meinen Controller weg. Legend ist das erste. Hey, guck mal, meine Gruppe.
Ah, jetzt ist auch die extendete Version von dem Lied im Hintergrund. Ja. Muss ich natürlich rausschneiden, beziehungsweise stumm schalten, weil. Oh Gott! Copyright, ne? Versteht ihr doch, oder? Und ja. Aber die Migrase am Ende, in seiner finalen Form, hat mich dann auf jeden Fall so typisch Akira Toriyama irgendwie erinnert. Also ja, ich kann mir das schon vorstellen, als so ein Charakter in im letzten, weiß nicht, in dem neuesten Dragon Ball Film erscheinen könnte oder irgendwie sowas. Okay, wir sind bei den Credits erstmal bei Freezer. Also nicht mal, die sind verdammt lang, wenn wir jetzt erst bei Freezer sind. Ui, oh. Was? Aber war nicht so schwer, der Kampf. Also, nix ist schwer, wenn man die ganze Zeit seine Ultimate spammen kann. Aber will ich ja auch nicht die ganze Zeit machen, ist ja auch langweilig. Da kommt erneut wieder meine Frage, was machen andere Rassen dann, wenn die sich nicht verwandeln können? So wie ich weiß, kann man sich ja nur als Saiyajin in Super Saiyajin verwandeln. Oder? Also ja. Da kann mir ruhig mal jemand beantworten, oder ich guck wahrscheinlich wieder selber nach. Ja, wenn ich irgendwie Fragen hab, guck ich sowieso selber nach. Weil da habe ich immer Angst, mich voll zu spoilern. Ja, was mache ich denn dann jetzt als nächstes? Ich werde auf jeden Fall noch die ganzen Parallelquests zeigen. Wahrscheinlich. Ich weiß es noch nicht. Ich werde wahrscheinlich nächste Woche, also wenn ihr diesen Part seht, diese Woche, ein neues Projekt anfangen. Deswegen weiß ich nicht, wann ich jetzt hier. Dann habe ich ja wieder drei Projekte offen. Kingdom Hearts ist ja jetzt auch gleich vorbei. Also wortwörtlich gleich. Ich werde gleich die letzten Parts aufnehmen. Wir gehen dann rüber zu Chain of Memories. Tales of Systeria läuft noch eine Weile. Und Dragon Ball Xenoverse wird diese Woche wahrscheinlich mit diesem Part zu Ende sein. Und wenn ich dann jedes Mal etwas Zeit habe für dieses Projekt, dann werde ich hin und wieder mal ein paar Parallelquests und so reinpacken. So, weiß ich nicht. Vollkommen random in der Woche oder irgendwie sowas, keine Ahnung. Wenn ich mal ein paar zu wenig habe von irgendeinem anderen Projekt, weiß ich nicht. Jedenfalls wird ab diesem Part nicht mehr so häufig kommen, nehme ich an. Außer ich besitze das Spiel noch nicht, was ich als nächstes Let's Playen werde. Weil dafür müsste ich erst sowohl eine neue Konsole als auch das Spiel holen. Und wann ich das mache diese Woche, weiß ich noch nicht. Also, wer weiß, vielleicht kann halt auch noch eine Woche dauern. Keine Ahnung. Ja. Das ist aber nicht, dass ich dann hier nicht die ganzen Parallelquests noch zeige. Weil wir haben noch ein paar ausgelassen und ein paar warten noch auf uns. Die ganzen, weiß ich nicht, Battle of Gods Sachen, die alle so ab dem Punkt sind, haben wir noch nicht gemacht. Ein paar Majin Buu Sachen haben wir übersprungen. Und ich glaube, so 10 Parallelquests haben wir noch so offen. Wahrscheinlich sind jetzt noch eine ganze Ecke neue noch aufgetaucht. Oder gegen, was weiß ich, Demigra und so kämpfen müssen oder so. Nehme ich an. Und ja, war eine Stille. Ja, ich weiß, es ist nervig. Ich tue irgendwie nie einen Song reinpacken. Ich habe bei Kingdom Hearts auch keinen Song reingepackt. Weil die Credits, die gingen 10 Minuten lang. Was für einen Song soll ich denn da bitte schon reinpacken? Ich könnte da drei, vier verschiedene Songs reinpacken, das kommt auch irgendwie komisch rüber. Da tue ich lieber wie blöd hier die ganze Zeit reden und euch auf den Trab halten. Dillende. Okay, andere Musik. Schala ist schon längst vorbei übrigens. Aber trotzdem war ich doch stumm. Find ein bisschen schade, dass sie die ganzen Filmbosse und so nicht reingepackt haben. Filmbosse, ich meine Filmbösewichte. In den Movies, so weiß ich nicht. Super 13. Broly. Wie gibt's da noch? Wie gibt's da noch?
Was gibt's denn noch für Filme? Cooler, Metal Cooler und was weiß ich. So, kann ich Ton anstellen? Weiter.彼らがドミグラを倒しましたよ。ビールス様。ちょっと待って、ペン。なんだ。僕の出番はなしかい。我慢して起きていた甲斐がありませんでしたね。いや、そうでもないさ。次に目覚めた時の彼らの成長が楽しみだよ。すごくね。今度は寝坊しないようにしないといけませんね。 ありがとう。悟空君。裏の方こそ久しぶりにすんげーワクワクしたぞ。また遊びに来てね。あ。引き上げるわよ。 Wusste doch diesmal da. 今回はね。足りない。もっと、もっともっとエネルギーを。 一旦私たちの時代に戻って体制を立て直しましょう。大丈夫よ。いろんな時代からエネルギーを集めて回ればすぐにあいつらよりも強くなれるわ。あなたは私の最高傑作なんだから。すぐに俺が最強になってみせる。 Okay, die beiden stehen auch noch offen. Super. Ah. Time Patrol の新隊員候補が集まりましたよ。じゃ、軽く組手でテストしてみましょうか。 Warte mal, ich könnte mir vorstellen, wer die sind. Ja, die sind es ja. Entschuldigung. Mo, Shibaraku no Aida wa, zwei de Shigoto shinai to ikemasen ne. Oh. Ah, schön. Okay. Ich würde gerne mal im Parallelquestschalter die Shops und all sowas mal kurz abchecken, bevor es weitergeht. Okay. Starke Gegner, starker Held. Ich dachte jetzt, ich hätte sie da unten freigeschaltet. Ich dachte, die wären das. Der eine sah so aus, als hätte er einen Afro, deswegen. Ja, nett, Chance, was ist jetzt eigentlich mit dir? Ja! Smoke und die anderen haben dir im Zeitriss. Zeit geholfen? Niemals. Vielleicht sollten wir die für die Berichtung der Geschichte danken. Okay. Das ruhig mal erstmal überall nach, was ich kaufen kann und was ich machen kann und was weiß ich. Ich frage mich, ob ich jetzt auch einen neue Charaktere freischalten kann, machen kann. So, warte mal, ich wusste es. Du hast einen Dämonengott besiegt. Du bist ein Held, der Raum und Zeit geschützt. Hier ist mein letztes Geschenk. Hoffentlich wirst du es klug einsetzen. Oh, du. Du hast halt echt nicht drauf. So, hey. Reckon. Hm, hey, du, warte, zeig mir mal das Objekt. Es ist ein Zeitkristallsplitter. Wo hast du den her? Wow. Vermutlich, als du den Dämonengott Mika besiegt hast. Also bist du dieser Elite-Mitglied, das die Welt gerettet hat. Er ist hübsch. Wenn du größere Kristalle hast, kannst du frei durch die Zeit reisen. Aber das ist nur ein Traum. Ha, ich habe auch einen. Ich glaube, die kann man bei einer Quest bekommen. Aber die Quest war zu schwierig. Ich kann keinen weiteren sammeln. Hier, nimm das. Okay. Ich weiß nicht, was passieren wird. Aber sag mir, wenn was passiert. Okay. Ah, schön. Und mal hier um.
wenn ich auf jeden Fall neue Charaktere jetzt herstellen kann, werde ich erstmal auf jeden Fall auf Screen welche herstellen. So, warte mal, hier alles. Ach, das letzte Ding. Saiyajin-Kampf. Bluff kam ja mehr. Hey, das ist auch von Dingens wahrscheinlich. Super Saiyajin 4 Gogeta, den gibt's auch hier. Das Böse sucht wieder Dragon Balls. Was? 9 Gegner. Oh. Kranker Regen. Zeitkristall später 3. Ah, okay. Vegetos Kleidung. Oh, cool. Okay. Wird alles noch kommen, keine Sorge. Ich weiß nicht wann, weiß nicht wieso, aber irgendwann. Ja, hier können wir auch noch weitermachen irgendwann. Wird auch noch alles kommen. Ich lasse doch kein Projekt irgendwie so halb liegen oder so. Hallo? Sollte auf einige meiner Tales of Graces, Tales of Projekte hier drauf zeigen. So jeweils 150 Parts immer, ja, Standard. Also ja. Gibt's ja neue Sachen. Bancho-Fächer. Ach, der von Uten Roshi. Der Fächer. So, gibt's neue Klamotten. Wilder Reiteranzug. Okay. Ultimativer F-Anzug. Ah, nichts für Saiyajin und so. Doch hier. Das ist doch mal was, was ich gebrauchen könnte. 4 Sternball-Kostüm. Grundangriff geht zwar runter, aber ist egal. Ich kann halt nicht tragen. Guck mal, wie der aussieht. Die Werte sind auf jeden Fall geil. Ah, cool. Ja, darauf werde ich auf jeden Fall sparen. So, Fähigkeiten. Schnellschlaf. Cool. Okay, dann würde ich sagen, werde wahrscheinlich wieder offscreen ein bisschen trainieren, Geld farmen und was weiß ich alles. Mal schauen. Wir sehen uns dann irgendwann mal wieder. Wahrscheinlich einen Tag später, vielleicht ein paar Tage später, vielleicht eine Woche später. Was weiß ich. Auf jeden Fall sehen wir uns noch wieder. Es ist noch nicht vorbei. Von mir und Dragon Ball Xenoverse. Also etwas Geduld und wie immer, vielen Dank fürs Zuschauen und tschüss bis zur nächsten Folge.